Moin, liebe Wühlmäuse und Feldhamster. Ich bin hier gerade auf dem Fahrrad unterwegs und bringe Marmelade zurück als kleines Dankeschön, dass ich sammeln durfte. Ich habe nämlich hier zwei riesen Kirschbäume abernten dürfen. Die sind schon ein bisschen weiter als die anderen, wo ich sonst immer ernte. Meine eigenen sind nämlich noch super klein. Die habe ich hier vor 5 Jahren, glaube ich, gepflanzt. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen, wie schön diese Bäume sind. Und dann möchte ich euch zeigen, wie ich die Marmelade gemacht habe, und zwar mit Apfelpektin bzw. mit Apfelschale. Ihr könnt nämlich, wenn ihr keinen Gelierzucker habt, auch einfach Apfelschale benutzen. Da ist das gleiche eigentlich drin, was im Gelierzucker drin ist. Und wenn ihr ein bisschen Zitrone zum Beispiel dazu nehmt oder Rhabarber, dann habt ihr noch die Säure dazu. Und so könnt ihr, entweder wenn ihr keinen habt oder wenn ihr das einfach selber machen wollt, selbst bestimmen, wie viel Zucker genau ihr drin haben wollt und wie viel von dem Pektin, um das Ganze dann zum Gelieren zu bringen, also wie fest ihr eure Marmelade haben wollt. Ungefähr als ich vielleicht so 4, 5 Jahre alt war, wurden diese Kirschbäume gepflanzt. Also sie müssten jetzt etwas über 30 Jahre alt sein. Schaut sie euch an, wie voll die hängen und wie schön die Kirschen auch aussehen. Da war nicht ein Wurm drinne oder irgendwas. Man konnte wirklich jede Kirsche, die man gepflückt hat, auch benutzen. Es sind zwei verschiedene Sorten. Die hier, der zweite Baum, die haben ein bisschen mehr Pep. Der Baum hängt zwar auch voll, nicht ganz so voll wie der andere, aber auch wunderschön. Ja, hier nochmal zum Rätsel vom letzten Mal. Ich dachte, das wäre eigentlich ganz einfach. Das ist die Butterblume. Aber es gibt diverse Blumen, Hahnfußgewächse, die Butterblume genannt werden im Volksmund. Und das hier ist der kriechende Hahnfuß. Diesmal nochmal ein kleines Rätsel. Was haben wir hier? Ist jetzt, hoffe ich, nicht so schwer. Ich habe gerade ein Video veröffentlicht, wo das drin war, das kleine Tierchen. Was dann auch ganz flink werden kann, wenn es möchte. Ja, mein Hund mag übrigens auch die Kirschen. Schmecken super, sagt er. Lecker Kirschen? Hier seht ihr die Qualität, also wirklich der Hammer. Ich habe da nichts aussortiert oder so. Und da sind sie dann entkernt, beziehungsweise entsteint, sagt man ja. Und das ist eine ganze Menge Arbeit, Kirschen zu entsteinen. Also macht euch eine gute Serie irgendwie auf dem Tablet an, legt euch das dahin und dann, ja, habt ihr einen Abend was zu tun. Das hier ist ganz normale Gelierzucker. Als Geliermittel sind dort Pektine drin und als Säurungsmittel Zitronensäure. Statt Gelierzucker benutzen wir aber ganz normalen Braunzucker. Ihr könnt auch Weizenzucker nehmen, das was ihr da habt. Und ungefähr ein Apfel, würde ich sagen, pro Kilogramm Obst. Ich hatte jetzt etwas weniger. Beim nächsten Mal würde ich einen Apfel mehr nehmen, beziehungsweise eine Apfelschale mehr. Für die Säure habe ich dann Zitronen dazu getan. Und dann möchte ich euch noch zwei kleine Hilfsmittel zeigen, die ich echt sehr praktisch finde. Einen vernünftigen Marmeladentrichter mit einer etwas weiteren Öffnung, dass das nicht so spritzt. Saugt ihr nicht so rum. Und so eine Zange, wenn ihr die heißen Gläser aus dem Wasser holt beim Desinfizieren, dann verbrennt ihr euch nicht so die Finger. Ja, Rhabarber habe ich noch dazu getan. Eine schöne Rhabarber-Kirschmarmelade. Und hier ist das fertige Produkt. Wenn man jetzt schon ein bisschen sehen kann, ist nicht ganz so fest, aber mir gefällt die Konsistenz eigentlich ganz gut. Dieses sämige und nicht so glibberige. Aber wie gesagt, ich würde als einen Apfel mehr reintun beim nächsten Mal. Das waren bei mir über 4,5 Kilo Obst und ich habe 3 Apfelschalen reingetan. Also 4 müsste gut hinkommen. Könnt ihr ja einfach selber ein bisschen rumprobieren. Ihr könnt dann auch den Zucker dementsprechend reduzieren, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ich esse gar nicht so viel Marmelade, weil meine Kinder essen gerne Marmelade. Und wenn ich da ein bisschen den Zucker reduzieren kann, dann ist das doch ganz vernünftig und da weiß ich, was ich habe. Ich hau euch das Rezept auf jeden Fall jetzt nochmal hier hin, wenn ihr das nachmachen wollt, aber probiert einfach selber aus. Marmeladen machen ist ja nicht schwer. Anleitungen, wie man Marmeladen macht, findet ihr auch genug im Internet. Die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal extra machen. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich auch. Aber ich weiß ja nicht, wie viele das schon ausprobiert haben mit dem Apfelpektin und wie eure Erfahrungen da so sind. Also, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Seid schön fleißig im Garten und ich wünsche euch wie immer eine gute Ernte.